Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Westdrei Aktuell. Wenn das Statistische Bundesamt in Wiesbaden Zahlen verlautbart, dann ist das meist eine sehr trockene und leblose Angelegenheit. Heute jedoch melden die Statistiker eine Zahl, die wir ihnen, so glauben wir, nicht vorenthalten sollten. Mehr als 3 Millionen Menschen leben in der Bundesrepublik von der Sozialhilfe. Und diese Zahl stammt schon aus dem Jahr 1986. Inzwischen dürfte sie noch höher liegen. Das war eine Meldung vom Tage und das sind weitere Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Wahlen im Südwesten, Bonn zieht Bilanz. Was steckt hinter dem Erfolg der Rechten? Im Studio Professor Thomas Herz. Südafrika, Gedenken an das Sharpeville-Massaker. Und das Wetter, viel Wolken, aber wenig Regen. Gestern hat der Südwesten gewählt und wie immer nach Landtagswahlen machten sich tags drauf die Parteien Gedanken über die Ursachen von Sieg und Niederlage. In Bonn analysierten heute die Führungsgremien die Wahlergebnisse von Baden-Württemberg. Ausschnitte aus dem Fazit der großen Vier. Ja, ich bin nicht glücklich über dieses Ergebnis. Ich hätte es mir besser erwartet und wir haben unser Ziel nicht erreicht. Aber es gibt auch interessante Details, zum Beispiel den Sieg von Herrn Spöri, dem Spitzenkandidaten, in seinem eigenen Wahlkreis, den er der CDU abgenommen hat. Außerdem ist ja ein interessanter Punkt, dass er spät seine absolute Mehrheit gegen Bonn und gegen Bundeskanzler Kohl verteidigt und erneut gewonnen hat. Die FDP hat in Baden-Württemberg doch sehr stark die Bonner Koalition unterstützt, auch die Themen der Bonner Koalition, also die Steuerreform, ganz im Gegensatz zu Lothar Späth. War das ein Fehler? Nein, das ist natürlich kein Fehler. Wenn man in einer Regierung ist, dann kann man sich ja nicht von seiner eigenen Politik verabschieden, nur um einen Landtagswahlkampf zu gewinnen. Das hat sicher Lothar Späth gemacht. Und das ist ein Thema, mit dem man sich mal beschäftigen muss, nicht nur die FDP. Und wir haben ein gutes, stabiles Ergebnis. Und das ist auch ein Zeichen und ein Symbol für das, was passiert, wenn man strömungsübergreifend zusammenarbeitet. Und eine Koalition ist vor dieser Wahl stabil gewesen, ist nach dieser Wahl erst recht stabil. Es gibt keine Alternative zu dieser vernünftigen Politik. Mehr als 250.000 Wähler dachten da offenbar anders und entschieden sich gestern nicht nur gegen die Koalition, sondern gegen alle etablierten Parteien. Sie gaben ihre Stimme einer der sogenannten Splitterparteien, die übrigens als einzige in dieser Wahl Stimmengewinne verbuchen konnten. Den Löwenanteil dabei kassierten die Ultrarechten. Bei mir im Studio jetzt Professor Thomas Herz, Professor für Soziologie an der Uni Gesamthochschule Siegen. Herr Professor Herz, woran liegt es, dass das rechtsextreme Lager so zulegen konnte? Ich denke, das liegt da immer an mehreren Faktoren. Es ist nicht immer nur wirtschaftliche Unzufriedenheit, politische Unzufriedenheit, soziale Unzufriedenheit, sondern es müssen also mehrere Faktoren zusammenkommen. Das ist da so eine allgemeine, aber sicherlich eine gültige Antwort. Mhm. Mal gleich, die NPD hat die meisten Stimmen bei diesen Ultrarechten, nämlich mehr als 100.000 bekommen. Im Vorfeld der Wahl hatte man den rechtsnationalen Republikanern gute Gewinnchancen auch eingeräumt. Wie beurteilen Sie denn das rechtsextreme Parteienlager und den besonderen Erfolg der NPD? Ja, ich denke, dass bei solchen rechtsextremen Parteien vor allen Dingen die Bekanntheit eine Rolle spielt. Und die NPD ist einfach eine bekannte Partei und die Republikaner ist eine Splitterpartei ohne organisatorischen Hintergrund, ohne wirtschaftlichen Polster. Und die können nicht durch den Wahlkampf bekannt werden. Die NPD ist seit den 60er Jahren bekannt und kann also auf Organisationskerne, auf Parteiorganisation zurückgreifen. Das wird es wohl gewesen sein. Mhm. Nicht? Sie haben anfangs von mehreren Faktoren gesprochen. Baden-Württemberg gilt als Musterländle, wirtschaftlich erfolgreich, wenig Arbeitslose, ein Bundesland zum Vorzeigen. Gestern konnte man viele Kommentare hören, in denen es hieß, wenn schon in einem wirtschaftlich gut dastehenden Land so eine Art Rechtsruck da ist, wie wird das dann sein in einem Land oder in einem Bundesland, in dem es wirtschaftlich nicht so gut aussieht, in dem höhere Arbeitslosigkeit herrscht? In Nordrhein-Westfalen wird in 2 Jahren gewählt. Wie sehen Sie das, weil Sie von den Faktoren auch gesprochen haben? Ich denke, dass sowohl wirtschaftlicher Erfolg als auch wirtschaftliche Rückschläge zu den Erfolgen einer rechtsradikalen Partei beitragen können. Denn sehen Sie Bremen, Bremerhaven zum Beispiel, wo im vorigen Jahr gewählt wurde, da hat die NPD oder nicht die NPD, sondern die Deutsche Volksunion, von den Problemen profitiert. In Baden-Württemberg sind es die Erfolge, nehme ich an, also die dazu geführt haben, dass Leute sozusagen unzufrieden sind, weil sie sich umstellen müssen. Mhm. Nee? Mhm.
Sobald das Wort vom gefährlichen Rechtsruck fällt, fällt auch das Stichwort Panikmache. Bundeskanzler Kohl hat schon gestern Abend in der Bonner Runde dazu Stellung genommen. Schauen wir uns doch noch mal an, was er dazu während der sogenannten Elefantenrunde sagte. Im Übrigen sehe ich auch keinen Drang zur Radikalisierung. Es kann davon überhaupt gar keine Rede sein, wenn Sie die vergleichbaren Wahlergebnisse aller westeuropäischen Demokratien nehmen und nehmen jetzt mal hier in Baden-Württemberg die zwei wirklich rechtsradikalen Gruppen. Man darf nicht alle Gruppen als Ganzes hier nehmen, muss ja die zwei nehmen. Dann haben Sie knapp 3%. Wenn man sich also Sorgen macht, sind die unbegründet Ihrer Auffassung nach? Nein, das denke ich nicht. Die Bundesrepublik hat eine besondere Vergangenheit und Politiker und auch Bürger müssen die Entwicklung auf dem rechten Lager besonders sorgfältig beobachten. Und deshalb denke ich, wenn man da bedenkt, dass die NPD in den 60er Jahren 9,8% in Baden-Württemberg hatte, dann kann man das nicht einfach heute verniedlichen und sagen, also dass es keine Möglichkeiten mehr gibt, sozusagen für eine rechtsradikale Partei hochzukommen. Also da auch während den Anfängen. Ja. Dankeschön, Herr Professor Herz. Das war der Soziologieprofessor der Uni Siegen, Thomas Herz, zum überraschend guten Abschneiden der Ultrarechten bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Ein Thema, das zurzeit im Inland von sich reden macht. Die Korrespondenten, die in diesen Tagen aus Mittelamerika berichten wollen, wissen gar nicht, wohin sie zuerst reisen sollen. Sie müssten überall zugleich sein. In Nicaragua stehen Friedensgespräche an, in El Salvador sind die Wahlen entschieden und in Panama kämpft Noriega verbissen um seine Macht. Hier eine Zusammenfassung der Tagesereignisse. Nicaragua. Waffenruhe zwischen Sandinisten und Contras. Das verkündete der nicaraguanische Verteidigungsminister Humberto Ortega zu Beginn der Waffenstillstandsgespräche mit den Rebellen. Er forderte die Contras auf, ebenfalls ihre Kampfhandlungen einzustellen. Unterdessen gehen die Manöver der 3200 US-Elitesoldaten mit honduranischen Truppen weiter. Die amerikanischen Soldaten bekamen dazu scharfe Munition, ungewöhnlich für eine Übung. Außenminister Schulz: Die USA werden ihre Einheiten auch gegen nicaraguanische Truppen einsetzen, wenn ein entsprechendes Gesuch der honduranischen Regierung vorliege. El Salvador. Sieg für die ultrarechte republikanisch-nationalistische Allianz bei den Parlaments- und Bürgerschaftswahlen. Nach inoffiziellen Auszählungen erreichte sie die absolute Mehrheit. Ihr Anführer, der Ex-Geheimdienstoffizier Roberto D'Aubuisson. Er gilt als Begründer der berüchtigten Todesschwadrone, die Anfang der 80er Jahre Tausende von Regimegegnern ermordeten. Schwere Verluste erlitt die christdemokratische Partei von Staatspräsident Duarte. Die linke Befreiungsfront hatte an den Wahlen gar nicht erst teilgenommen. Sie hält die Abstimmung für eine demokratische Farce, die nur dazu diene, den Bürgerkrieg zu verlängern und die Macht der Militärs zu erhalten. Generalstreik in Panama City. Die meisten Geschäfte blieben geschlossen, das öffentliche Leben war weitgehend lahmgelegt. Mit dem unbefristeten Streik will die Opposition gegen das Regime Noriega und die Ausrufung des Notstandes protestieren. Noriega lehnt nach wie vor die Forderung der USA ab, ins Exil zu gehen. Er soll sich jetzt mit Waffen aus Kuba versorgt haben, sagt US-Sicherheitsberater Powell. Trotzdem seien seine Tage gezählt. Der israelische Verteidigungsminister Rabin hat heute, einen Tag nachdem Heckenschützen einen israelischen Soldaten erschossen hatten, angedroht, seine Armee werde mit Härte auf den Widerstand in den besetzten Gebieten reagieren. Die blutigen Straßenkämpfe zwischen Palästinensern und israelischen Militärs forderten indes heute neue Opfer. Im Flüchtlingslager Rafah im Gazastreifen wurde ein Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen. Ein weiterer erlag seinen Verletzungen, die ihm Soldaten am 16. März im Westjordanland zugefügt hatten. Gewalttätige Auseinandersetzungen in vielen Orten in den besetzten Gebieten begleiteten den Gedenktag von Karameh. Vor 20 Jahren hatten israelische Truppen das jordanische Dorf angegriffen. Es galt als Hauptsitz und Ausbildungslager der Palästinenser. Etwa 150 Palästinenser, 100 jordanische Soldaten und 27 Israelis starben dabei. Die Palästinenser hatten deshalb heute zu Demonstrationen und zu einem Generalstreik aufgerufen. Also wieder Straßenkämpfe in den besetzten Gebieten und das am 20. Jahrestag der Schlacht von Karameh. Auch in Südafrika wurde heute ein Jahrestag des Schreckens begangen. Die schwarze Bevölkerung erinnerte sich an das Massaker von Sharpeville vor 28 Jahren. Menschenleere Straßen, kaum besetzte Busse und Züge, verwaiste Haltestellen. Hunderttausende schwarzer Südafrikaner blieben zur Erinnerung an das Massaker von Sharpeville im Jahr 1960 heute der Arbeit fern. Schulen und die meisten Geschäfte waren geschlossen.
In Sharpeville selbst versammelten sich zahlreiche Menschen zu Gedenkgottesdiensten. Sie säuberten wie jedes Jahr an diesem, von den Schwarzen sogenannten Tag der Helden, symbolisch die Gräber der Opfer von damals. Damals Sharpeville, 21. März 1960. Schwarze Südafrikaner demonstrieren gegen die diskriminierenden Passgesetze, die sie in ihrer Bewegungsfreiheit drastisch einschränkten. Plötzlich schießt die Polizei wahllos in die Menge, 69 Tote, 170 Verletzte. Auf den Tag, 25 Jahre später, starben in Langa in der östlichen Kapprovinz 21 Menschen, als Polizisten willkürlich in eine zum Gedenkgottesdienst versammelte Trauergemeinde feuerte. Sharpeville heute. An den Friedhofsmauern die Aufschrift Gedenkt des Sharpeville-Massakers, 69 Tote. Demonstranten erinnerten mit Schildern an weitere Orte mit blutigen Massakern. Und noch ein Wort zur Pressezensur in Südafrika. Wegen des Gedenktages kursierte in den schwarzen Ghettos ein Streikaufruf. Über das Flugblatt durfte ebenso wenig berichtet werden wie über das gesamte Ausmaß des Streiks. Die Polizei schickte ausländische Fernsehteams und Reporter unter Strafandrohung aus den Siedlungen. Journalistenalltag im Apartheidsstaat. Zurück ins Inland, einige Meldungen. Ab Donnerstag sollen die Volkswagen-Aktien des Bundes unters Volk. Für 238 Mark das Stück verkauft der Finanzminister seine knapp 5 Milliarden Aktien am größten deutschen Automobilwerk. Er erwartet Gewinne, eine gute Milliarde für die Bundeskasse. Kommentar der SPD, Notschlachtung, um die Löcher in der Bundeskasse zu stopfen. In Bonn heute AIDS-Konferenz. Alarmierende Zahlen wurden bekannt. 18.000 Infektionen sind in Gesundheitsämtern gemeldet. Knapp 3/4 aller Infizierten sind homosexuelle Männer. Zweitgrößte Risikogruppe, die Fixer, mit fast 9%. Ein Grund für Nordrhein-Westfalen, ein kontroverses Projekt zu starten. Startschuss für das Methadon-Projekt der Landesregierung. Seit heute erhalten die ersten zwei Drogenabhängigen die Ersatzdroge Levomethadon im Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf. Ziel ist es, Drogenabhängige, die über eine Abstinenztherapie nicht mehr zu erreichen sind, psychisch zu stabilisieren und sozial zu integrieren. Pflicht für die medikamentöse Therapie ist die Teilnahme einem psychosozialen Begleitprogramm der Drogenberatung. Nach und nach sollen 75 Drogenabhängige in drei Städten Nordrhein-Westfalens zeigen, ob die Erfolge des Auslands auch unter deutschen Verhältnissen zu erreichen sind. In Bochum und Essen soll das Projekt noch in diesem Monat beginnen. Große Ehre für Günter Wallraff und Regisseur Jörg Gfrörer. Für ihren Film Ganz unten erhielten sie den British Academy Award, die höchste Auszeichnung, die es in England für eine Filmproduktion gibt. Und das für einen Film, der hierzulande wegen juristischer Vorbehalte immer noch nicht bundesweit ausgestrahlt wurde. Prinzessin Anne, die Tochter der Königin, auf dem Weg zur britischen Oscarverleihung. So hat man die jährlich stattfindenden Auszeichnungen der Film- und Fernsehakademie oft genug genannt. Der diesjährige Preis für die beste ausländische Fernsehsendung geht an einen deutschen Dokumentarfilm, den Channel 4 gezeigt hat und der von der Ausbeutung türkischer Gastarbeiter in Deutschland handelt. Der Preis geht also an den Regisseur des Films Jörg Fröhr und den Journalisten und Kameramann Günter Wallraff. Sonderbare Ironie. Da wird ein deutscher Film mit höchster Auszeichnung versehen, der in der Bundesrepublik bisher nur vom produzierenden Sender Radio Bremen regional ausgestrahlt wurde. Sonst aber in Holland, Belgien, Japan, Jugoslawien, Bulgarien und der Sowjetunion gesendet wurde. Und außerdem in Frankreich den Grand Prix International als beste Videoproduktion 1986 erhielt. Vielleicht ändert sich ja das jetzt. Zum Abschluss von West 3 aktuell wie immer ein Ausblick auf das Wetter von morgen. Das Satellitenbild zeigt einen Wolkenpulk über Westdeutschland und der war verantwortlich für die vielen Schauer heute. Das schlechte Wetter zieht zwar ab, aber ein neues Tief folgt schon westlich von Irland. Heute Nacht ist es zunächst meist bedeckt, zeitweise gibt es im Bergland noch Regen. Temperaturen 3 bis 6 Grad, morgen tagsüber wechselnde bis starke Bewölkung, vereinzelt Schauer und das bei Temperaturen zwischen 4 und 10 Grad. Gegen Abend Regen aus Westen, es bläst ein mäßiger Wind aus Südwest. Wenn Sie angesichts dieses Wetters in den Süden fliehen wollen, zum Beispiel nach Italien,
Tun Sie es nicht. Zumindest nicht morgen und nicht mit der Bahn. Die italienischen Eisenbahner streiken seit knapp einer Stunde. Und wenn Sie den Regen in England viel attraktiver und leichter erträglich finden als den unseren, dann verschieben Sie auch diese Reise besser noch. Auch der Fährverkehr über den Ärmelkanal liegt lahm. Am besten, Sie bleiben morgen im Lande. Und wir würden uns freuen, wenn Sie um 9:30 wieder bei uns einschalten. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.